Bernhard Dochnal knattert das ganze Jahr durch die Nussallee. In der stehen nur noch zwei Nussbäume. Dafür punktet sie mit einer Marienkapelle und einer Seniorenwohngemeinschaft. Vor einigen Jahren schloss das Gasthaus zur Linde. Doch das Anwesen fand bald neue Mieter. Heute heißt es Haus Westerwaldblick, das Domizil für eine Seniorenwohngemeinschaft. Etwa 12 alte Menschen wohnen hier. Obwohl einige dement sind, ist das Haus weder Alten- noch Pflegeheim. Die Wohngemeinschaften grenzen sich dadurch ab, dass die Senioren einmal einen Mietvertrag haben mit einem Hauseigentümer und sich die Pflege dazu buchen können, aber nicht müssen. Wir haben Bewohnerinnen, die zum Teil hier einziehen, die brauchen uns noch gar nicht weiter, sondern die haben sich einfach hier ein Zimmer gemietet, weil sie nicht mehr alleine sein möchten. Und wenn sie Pflegebedarf brauchen, schreiten wir dann ein. Brunhilde Möller ist im September aus Oberhausen zugezogen, weil sie nicht mehr allein wohnen konnte. Ich kann ja schon alles Mögliche machen. Dann helfe ich morgens mit Kartoffelschälen und den Tisch decken oder aufräumen. Ich bin ja froh, wenn ich was tun kann. Und die sind froh, dass sie mich haben, wo man auch normal mitreden kann. Ne? Und allmählich gewöhnt sie sich an die ländliche Kulisse.